Detailfragen, die noch besprochen werden müssen und Fragen, die noch im Raum stehen, Fragen, die geklärt werden sollen in einer Sitzung, der Kollege von Fallor hat es eben gesagt, des Energie- und Umweltausschusses, Klima- und Energieausschusses. So heißt er richtig, eine Expertenanhörung, die in diesen Minuten beginnt. Wir können da kurz mal hinschauen. Wir wollen Ihnen dann später Auszüge aus dieser Sitzung zeigen. Die Teilnehmenden, die haben da gerade Platz genommen. Der Vorsitzende Klaus Ernst von der Linken begrüßt gerade die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zugegen sein werden unter anderem Verbraucherschützer, die Immobilienwirtschaft ist vor Ort, der Bundesverband Wärmepumpen, also alle, die in irgendeiner Art und Weise beteiligt sind, involviert sind, irgendwas zu tun haben mit diesem Heizungsgesetz, das in dieser Woche noch durch den Bundestag gehen soll. Professor Volker Kronenberg und Gerd-Joachim von Fallor hat es eben ja auch gesagt. Warum eigentlich? Warum muss das diese Woche noch durchgehen? So viel Zeit eigentlich. Ich glaube, er hat es genau richtig auf den Punkt gebracht, Gerd-Joachim von Fallor. Dieses Thema, dieses Gesetz mit dieser ganzen Genese, diesen Debatten, diesen quälenden Auseinandersetzungen innerhalb der Koalition ist ja symbolisch so aufgeladen worden, dass man das sozusagen, um es mal ganz banal auszudrücken, abräumen will vor der Sommerpause, wenn dieser Zeitplan, der jetzt doch vor Monaten im Grunde schon stand, man will das im Grunde jetzt vor der Sommerpause beschließen und dann kamen diese quälenden Diskussionen, dann kamen ja auch diese ganzen Nachbesserungen noch. Das will man natürlich jetzt abräumen. Man will jetzt hier koalitionspolitische Handlungsfähigkeit zeigen, dass man sich einigen kann, eine Punktlandung hinlegen. Und ob das dann aber wirklich der Sache auch angemessen ist, weil, wie Sie es auch gesagt haben, die Herausforderung liegt im Detail. Das Ganze ist ja voraussetzungsreich in der Umsetzung auf den verschiedensten Ebenen. Das ist eine Materie, die sehr komplex ist, auch technisch und dann eben auch sehr kostenträchtig. Steht auf einem anderen Blatt. Jetzt machtpolitisch, koalitionspolitisch will man das Thema abräumen und auf gar keinen Fall über die Sommermonate im Raum stehen lassen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger über die Frage Wärmepumpe oder diese Heizung oder das und was sind Ausnahmen, was sind Fristen weiter auseinandersetzen. Das würde dieser Koalition machtpolitisch absolut schaden. Und dann kommt jetzt die Bundestagspräsidentin um die Ecke, Bärbel Baas, selbst SPD-Politikerin und fährt der Bundesregierung so ein bisschen in die Parade, weil sie selbst sagt, so wie das gerade im parlamentarischen Verfahren läuft, ist es irgendwie nicht ganz so sauber. Gibt es da nochmal Gesprächsbedarf mit dem Kanzler vielleicht auch? Was passiert da beim nächsten Zusammentreffen von Bärbel Baas und Olaf Scholz? Ich glaube, das sind die jeweiligen Rollen, das sind die Ämter, das ist auch das Ethos sozusagen des Amtes. Hier spricht die Repräsentantin eben des Parlaments mit dann der Spitze der Bundesregierung. Das sind Zuständigkeiten, das sind Verantwortlichkeiten, das sind ja damit auch institutionelle Unabhängigkeiten von Verfassungsorganen. Und da ist dann die Parteizugehörigkeit sozusagen ein Stück weit zurückgestellt. Frau Baas weiß schon, wer sie in das Amt gebracht hat, aber sie weiß eben auch, für wen sie hier zu sprechen hat. Denn das Gesetz ist von den Parlamentarierinnen und Parlamentariern ja zu beschließen und eben nicht von der Regierung, der Exekutive. Also insofern muss sie hier auch ein Stück weit Beinfreiheit demonstrieren und auch Flagge zeigen. Denn dass die Diskussion im Raum steht, nicht nur von Verbänden und Städten und Gemeinden, sondern eben auch vielen Beobachtern bis hin zu Verfassungsrechtlern. Das ist ja überall zur Kenntnis zu nehmen. Jetzt ist die Opposition sogar so weit gegangen, zumindest ein Abgeordneter aus der Opposition, Herr Heilmann von der CDU, der den Klageweg beschreitet, der vor dem Verfassungsgericht durchsetzen möchte, ein anderes parlamentarisches Verfahren, ein Verfahren, das den Parlamentarierinnen und Parlamentariern mehr Zeit einräumt, um sich mit diesem Gesetz noch mal zu verabschieden, mindestens 14 Tage. Inwieweit hat Sie dieser Schritt überrascht? Wie erfolgsversprechend sehen Sie den auch? Ich würde sagen, das gehört zur politischen Klaviatur hinzu, dass man einen solchen Antrag stellt und das juristisch dann auch überprüfen lässt. Das ist sozusagen das politische Einmaleins der Opposition. Wenn sie es nicht machen würde, würde auch gefragt, ihr nehmt das jetzt einfach so hin. Also insofern wird das getan. Meine jetzige Einschätzung wäre, dass die Fristen eben eingehalten werden. Juristisch legal sozusagen scheint das ganze Vorgehen zu sein. Man kann das politisch eben bestreiten. Dann wird aber Karlsruhe hier sicherlich nicht dem folgen. Also insofern glaube ich, ist das einfach jetzt das politische, das Oppositionshandwerk.
Werk, was hier sozusagen bemüht wird. Ich glaube nicht, dass das Ganze Aussicht auf Erfolg hat. Weil Sie das Stichwort Handwerk gerade nennen, wenn wir uns dieses Gesetzeswerk anschauen, dieses Gebäudeenergiegesetz, Heizungsgesetz, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, nach allem, was wir darüber wissen, was jetzt auch an Anpassungen noch mal vorgenommen wurde, wie bewerten Sie dieses Gesetz? Ist das ein Gesetz, das gut gemacht ist? Ist das ein Gesetz, das eher mit heißer Nadel gestrickt wurde? Ich glaube, Letzteres, was Sie ansprechen, und insofern stimme ich hier natürlich der Kritik, die von vielen Seiten geäußert wird, ja durchaus zu. Es wurde ja seit der ersten Lesung, wurden ja Nachbesserungen geliefert. Die sind dann letzten Freitag im letzten Momentum sozusagen, was rechtlich zulässig war, nachgeliefert. All das, was Sie gerade angedeutet haben, ist das ein gutes Gesetz oder nicht? Was steht denn jetzt genau drin? Was sind denn Fristen und bis wann darf denn wer was und was ist wovon abhängig? Wer versteht das? Bis auf die, die jetzt in diesem Ausschuss sitzen oder die Experten, die angehört werden, wobei die das vielleicht auch wieder nur durch ihre Brille dann beurteilen können. Das ist die große Frage. Das Ganze ist im Grunde über Monate hinweg sehr quälend gewesen bei einer sehr, sehr wichtigen Frage eben, denn es sind ja Kosten, die auf die Menschen zukommen. Es ist eine tiefe Verunsicherung entstanden durch dieses Hin und Her und dann war das nicht richtig und dann wurde das nachgebessert. Was jetzt am Ende darin steht, ich weiß es eben auch nicht, wie viele andere auch nicht. Man konnte es ja bisher nicht zur Kenntnis nehmen. Aber was alle jetzt schon sozusagen erwarten ist, dass es dann auch sozusagen, wir erinnern uns an diese Gasumlage oder anderes mehr, dass es wieder zu Nachbesserungen kommen wird. Und wenn wir dann, das ist ein anderes Thema als jetzt an diesem Punkt, aber über Unzufriedenheit mit Politik, politischem Prozess uns damit auseinanderzusetzen haben, Unmut in der Bevölkerung, Stichwort eben auch Vertrauen, dann ist das hier natürlich eine Steilvorlage, wo natürlich auch berechtigt Kritik zu üben ist.